In der gemalten Sesamstraße bläst das rote Plüschmonster Elmo in eine Trompete. Die Puppenbewohner und Kinder feiern ein Fest. Krümelmonster hat blaues Fell und Kulleraugen. Schnecke Fienchen hat ihr Haus auf dem Rücken. Ernies Kopf ist breit und orange, seine Nase ist rot, sein Haar schwarz und strubbelig. Berts Kopf ist schmal und gelb, seine Nase ist orange, seine Augenbrauen sind ein buschiger Strich. Grobi hat blaues Fell, seine Nase ist rosa, sein Mund ist groß. Pferd hat ein braunes Plüschfell mit hellen Flecken. Das weiße Plüschschaf Wolle wird von Ballons in die Luft gehoben. Noch mehr Ballons schweben hoch. Auf ihnen stehen die Buchstaben des Wortes Sesamstraße. Wolle lacht. Am Abend im Spielehaus. Elmo sitzt im Schlafanzug auf einer Decke auf dem Sofa. Abby steht im Nachthemd davor. Ach, Abby, das ist super, dass du heute hier bei mir übernachtest. Ich hasse dich auch. Guck mal, wir können beide hier auf dem Sofa schlafen. Aha. Und vorher können wir hier auch noch hüpfen und Kissenschlacht machen. Und dann können wir auch noch... Du, Elmo, ich fühle mich auf einmal so komisch. Komisch? Ist dir schlecht? Nee, schlecht ist mir nicht. Hast du vielleicht Fieber oder sowas? Ich weiß nicht. Ich fühle mich auf einmal so ein bisschen traurig. Ach, eben war noch alles gut, aber jetzt... Irgendwie ist ja auch alles so anders als bei mir zu Hause und... Oh. Abby, ich glaube, ich weiß, was du hast. Hä? Du hast Heimweh. Heimweh? Ja. Du vermisst dein Zuhause und jetzt kannst du an nichts anderes denken, oder? Ja, das stimmt. Aber dabei will ich hier doch übernachten. Tja. Ich weiß. Ich zauber mir einfach mein Bett hierher. Dann ist es genau wie bei mir zu Hause. Na, wenn du meinst. Abby schwingt den Zauberstab. Bett und Matratze? Will euch nicht vermissen, kommt schnell herbei, samt Decke und Kissen. Rubbidiwupp, schnipp, schnapp. Aus Glitzerfunken erscheint ihr Bett vor dem Sofa. Mein Bett? Jetzt ist bestimmt alles gut. Ja, super, dann können wir jetzt Kissenschlacht machen. Ja. Ein Kissen trifft sie. Na, <fahr. lacht> Beide hauen mit Kissen zu. Dabei fliegen Federn hoch. Abby liegt in ihrem Bett. Am Kopfteil hängt eine Lichterkette. Elmo? Ja? Er liegt auf dem Sofa. Ich hab immer noch Heimweh. Oh. Was machst du denn sonst immer abends, wenn du ins Bett gehst, Abby? Naja, ich zieh mich um und dann trinke ich noch meinen Himbeertee und... Himbeertee? Ja, aber den hab ich doch auch hier. Komm. Beide halten Becher mit Himbeertee. Das war lecker. Ja, und das Heimweh? Ist immer noch da. Tut mir leid, Elmo. Ich glaube, das mit dem Übernachten klappt heute nicht. Ach, schade. Ich hatte mich so darauf gefreut. Ja. Aber Moment mal. Wir müssen ja gar nicht schlafen. Nicht? Nein, wir können doch auch einfach so wach bleiben. Und uns Witze und Geschichten erzählen. Dann ist es genauso wie sonst, wenn du bei mir bist. Ja, das machen wir. Ja. Dann hat Erdi gesagt, Bert, weißt du was? Ich zähle jetzt ein Schäfchen. Dann kann ich bestimmt einschlafen. Und dann hat er ganz laut gezählt. Und dann konnte natürlich Bert nicht einschlafen. Ach, Erni. Ja, und dann hat er sich Schäfchen vorgestellt. Und die so vorbeihüpfen. Und die hat er dann gezählt. Weißt du, so. Eins, zwei, drei. Genau. Vier. Ja, genau. Und immer so weiter. Und dann der, Abby? Ihre Augen sind geschlossen. Abby. Oh. Die ist eingeschlafen. Wisst ihr was? Dann mach ich das jetzt auch. Also, gute Nacht. Elmo dreht sich unter seiner mit Äpfeln bedruckten Bettdecke auf die Seite. Abby schläft friedlich weiter. Ein blaues Fell verdeckt das Bild. Bert und Ernie sitzen im schummrigen Schlafzimmer in ihren Betten.
Jetzt freue ich mich aber auf Schlafen. Gute Nacht, Ernie. Mhm. Gute Nacht, Bert. Gute Nacht, Quietscheentchen. Er sieht sich um. Quietscheentchen? Oh, Bert, 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 Quietscheentchen ist weg. Irgendwo wird es schon sein. Vielleicht ist es runtergefallen, Bert. Vielleicht liegt es unterm Bett, ganz alleine, im Dunkeln. Och, schon gut, schon gut. Ich sehe mal nach. Das ist wirklich sehr nett von dir, Bert. Ja. Bert verschwindet unter Ernies Bett. Und? Siehst du's schon? Nein, Quietscheentchen ist nicht unterm Bett. Du, Bert? Pass auf, dass du dir nicht den Kopf stößt, Bert. Ach, zu spät. Hast du auch wirklich ganz genau nachgeschaut, Bert? Ja, Ernie, hab ich. Und jetzt schlafen wir. Ja, Bert. Ernie legt den Kopf ab. Gute Nacht, Bert. Gute Nacht, Ernie. Bert knipst seine Lampe aus. Bert, du Bert. Ja, Ernie. Ich kann gar nicht schlafen. Und warum? Och, ich mach mir solche Sorgen. Vielleicht ist das Quietscheentchen ja im Badezimmer. In der Badewanne. Oh, ganz nass und ganz allein. Och, schon gut, Ernie. Ich seh nach. Das ist wirklich sehr nett von dir, Bert. Mhm. Ja. Und? Siehst du's schon? Nein, Ernie. Quietscheentchen ist nicht im Badezimmer. Bert? Ja. Pass auf, dass du nicht ausrutschst. Zu spät. Und du hast wirklich ganz genau nachgesehen? Ach, Ernie, ich hab unter Bett nachgesehen. Im Badezimmer, in der Badewanne, neben der Badewanne, unter der Badewanne. Aber... Und jetzt lass uns endlich schlafen. Ist gut, Bert. Gute Nacht, Bert. Gute Nacht, Ernie. Oh, Bert! Was denn, Ernie? Was? Was denn, wenn Quietscheentchen draußen ist? Im Garten? Ganz allein? Och, Ernie. Und es ist doch schon so dunkel und so kalt und so draußen. Och, also gut. Ich gehe jetzt nach draußen und schaue überall nach. Aber dann, Ernie... Ja, Bert? Dann schlafen wir. Oh, natürlich, Bert. Das ist sehr nett von dir, Bert. Es ist kalt hier draußen. Das arme Quietscheentchen. Quietscheentchen? Er hebt die Bettdecke. Quietscheentchen, da bist du ja. Oh, wie schön. So, Quietscheentchen, jetzt lass uns aber endlich schlafen gehen. Gute Nacht, Quietscheentchen. Vorm Fenster bleibt Bert im Garten stehen. Ernie, Quietscheentchen ist hier draußen nichts. Würdest du bitte wieder die Tür aufmachen? Ernie! Oh. Bert sackt nach unten. Kalt, der Boden, kalt. Blaues Plüschfell verdeckt das Bild. Hallo. Ein Junge winkt. Ich kann das schon selbst. Ein Mädchen im Kajak. Der Junge, der gewinkt hat, dreht sich schnell in einer Nestschaukel. Er hat hellblondes, kurzes Haar. Hallo, ich bin Leon und ich bin 7 Jahre alt und ich fahre heute zu Oma und Opa. Er packt. Ein Kuscheltier, meine Badeschuhe, mein Webram. In einen Kofferdeckel. Leo, denkst du auch noch an deine Zahnbürste? Na klar, das kann ich schon alleine. Er geht in einem Haus ins Bad. Das ist meine. Leo packt alles in seinen kleinen gelben Koffer. Vor der Haustür stellt er ihn ab. Ich muss jetzt los, meine Fähre fährt. Tschüss. Tschüss, Leo. Viel Spaß. Tschüss, bis bald. Zwei kleinere Zwillingsbrüder winken ihm nach.
Der Fernleger ist gleich neben unser Haus und da kann ich allein hinlaufen. Zu einem bärtigen Mann. Einmal rüber, bitte. Einmal rüber, bitte. Er tippt auf ein kleines Gerät. Das sind 2,50 Euro. Leo gibt ihm Geld. Dankeschön. Der Junge zieht seinen Koffer auf eine gelb-blaue Elbfähre. Er steht auf dem Oberdeck an der Reling. Es ist aufregend, mit der Fähre allein zu fahren. Hat man auch eine schöne Aussicht mit dem Wasser. Die Fähre kommt an einem Containerfrachter vorbei. Ich fahre hier aber nur alleine, weil ich weiß, wo Schwimmwesten sind. Ein Schrank für Schwimmwesten. Die Fähre nähert sich einem Anlegesteg. Am Ufer steht ein Leuchtturm. Ich nehme die Fähre, weil meine Oma und Opa auf die andere Flussseite wohnen. Da ist sie. Leo, hallo. Hallo. Leo geht zur Oma mit silbrigem Haar. Oh, wie toll. Ist der da drin? Ja. Oma und Enkel gehen zu einem Mehrfamilienhaus. Sie steigen eine Treppe hoch. Opa wartet auch schon oben und er kocht immer für uns. Opa macht die Tür auf. Das ist aber toll, dass du da bist und die Reise geschafft hast. Barfuß zieht Leo den knallgelben Koffer mit Ohren in ein Zimmer und klappt ihn auf. Im Wohnzimmer sitzen Oma und Leo am Kinderwebrahmen. Leo schneidet einen Faden ab. Ich denke zwar mal an Mama und Papa, aber ich vermisse sie eigentlich nicht, weil ich es hier gut habe. Opa stellt Leo einen Teller mit Nudeln und Dinosaurier-Chicken Nuggets hin. Opa hat gut gekocht. Richtig gut? Ja. Im Badezimmer drückt Leo Zahnpasta auf eine Bürste und putzt sich die Zähne. Er trägt ein dunkelblaues T-Shirt mit Ankern drauf. Ich schlafe hier mit Oma in dem schönen Schlafzimmer und Opa zieht für eine Nacht ein anderes Zimmer. Du möchtest auch gerne noch mit dir schlafen. Ein Plüschaffe. Okay. Gute Nacht, Oma. Leo macht die Augen zu. In einem Schlosssaal bläst eine Dienerpuppe, die eine Kappe trägt, in ein Horn. Eure königliche Majestät, ich präsentiere euch die cleveren Kekse! Die Plüschkekse stürmen mit Krümel zum König, der im Bett liegt. Clevere Kekse, dem Himmel sei Dank, dass ihr gekommen seid! Ihr müsst dafür sorgen, dass der übelste Dorn in meinem königlichen Auge, der Kekser, nicht in meine Gemächer eindringt und mich in meinen Schlaf stört. Ich kann euch versichern, Eure Majestät, wir werden uns darum kümmern, dass niemand euch vom Schlafen abhält. Eure Majestät, ihr könnt ganz beruhigt sein. Die cleveren Kekse sind auf der Hut und halten Wache. Ja. Wunderbar. Ich wünsche eine gute Nacht. Er legt die Krone ab. Also, ihr cleveren Kekse, es ist soweit. Konzentrieren wir uns. Und passen auf, dass der Kekser nicht ins königliche Schlafgemach reinkommt. Der Kekser hat keine Chance. Sag mir doch mal, wie der aussieht. Ich habe hier ein Bild von ihm auf meinem clevere Kekse-Tablet. Wirf mal einen Blick drauf. Hey, du kannst dir nicht in mein clevere Kekse-Tablet beißen. Du siehst auch lecker aus. Peter B. haut ab. Na gut, ja, jetzt weiß ich Bescheid, alles klar. Kekser, dieser gemeine Bäcker kommt heute nicht an mir vorbei, nein. Hinter ihm kommt der Kekser mit Schnabelmaske. Oh, Moment, wer sind Sie, was machen Sie hier? Ich? Ja, wer bin ich? Ich bin nur ein kleiner Vogel, der unserem König ein Schlaflied singen möchte. Zwitscher, zwitscher, piep. Moment, nicht so schnell. Ich muss sicher sein, dass Sie nicht der Kekser sind. Ich überprüfe das mal ganz kurz. Sie haben dieselben Haare wie der Kekser? Ein Bild auf dem Tablet. Sie haben dieselben Ohren wie der Kekser? Die Schnabelmaske ist gelb. Hey, ich hab das Gefühl, Sie sind vielleicht der Kekser. Aber ich bitte Sie, seien Sie nicht albern. Ich habe einen Vogelschnabel. Piep, 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 piep. Oh ja, das ist ja gleich ganz was anderes. Na los, gehen Sie und singen Sie Ihr Schlaflied. Danke. Der Schnabeltrick hat funktioniert. Jetzt kann ich den König wachhalten, und zwar mit meiner neuesten und heißesten Backplätzchen-Kreation. Was höre ich da für ein lautes Knuspern? Das Ingwerplätzchen-Knuspern. Ein Keksknuspern, das mit der Zeit immer lauter und lauter wird, bis der Keks in 1 Million Krümel zerbröselt. Oh nein, ich kann aber nicht schlafen mit Krümeln in meinem Bett. Haltet ihn auf! Das wird ein Spaß. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Es wird wieder hell. Wo ist das Ingwerplätzchen, das so knuspert? Clevere Kekse, ich glaube, wir haben ein Problem. Augenblick, ich bekomme einen Hinweis. Ein Zettel. Das Ingwerplätzchen ist irgendwo versteckt, in einem Gegenstand, der glänzt. Ich kenne einen Gegenstand, der glänzt. Das Ingwerplätzchen ist bestimmt hier in der glänzenden Tuba versteckt. Ah. Ist das wahr? Der König steckt die Nase in die Tuba. Oh nein! Ihr müsst das Ingwerplätzchen finden, bevor es in 1 Million Krümel zerbröselt. Augenblick!
ich empfange einen weiteren Hinweis. Ein Zettel kommt aus Becky Glücks Kopf. Das Ingwerplätzchen ist in etwas versteckt, das man sich auf den Kopf setzt. Ich weiß es. Krümel schleppt etwas Schwarzes heran. Ja. Eine Bowlingkugel? Man kann sich doch keine Bowlingkugel auf den Kopf setzen. Oh, na klar kann man das. Ich zeig's dir. Pass mal. Auf. Er hebt sie. Die Kugel fällt dem König aufs Bein. Tada! Chipowski. Ich bin lange genug in meinem Job, um zu wissen, dass wenn du ein Problem lösen willst, bevor du loslegst, du erstmal in Ruhe darüber nachdenken solltest. Es wird immer lauter. Das Ingwerblättchen wird zerbröseln. Oh, das stresst mich total. Ich brauche einen Keks, um wieder runterzukommen. Ah, für mich kann ich auf den nächsten Mal. Noch ein weiterer Hinweis rein. Das Ingwerplätzchen ist in etwas versteckt, das von einem König oder einer Königin getragen wird. Ergibt das für euch einen Sinn? Ja klar, jetzt weiß ich's, ich weiß es. Halt, stopp, wartet mal. Ich muss vorher in Ruhe erstmal über alles nachdenken. Ja, vorher nachdenken. Was ist das? Etwas, das glänzt, das auf den Kopf gesetzt wird und ein König oder eine Königin trägt. Was ist das? Ich weiß es, eine Krone. Also ist das Ingwerplätzchen in dieser Krone versteckt. Er nimmt das Plätzchen aus der Krone. Krona, Bunga! Super gemacht, Krümelmonster. Trotzdem müsst ihr noch verhindern, dass das Plätzchen in eine Million Krümel zerbröselt. Oh, das ist kein Problem. Krümelmonster frisst das große Ingwerplätzchen auf. Krümel zittert. Es wackelt. Krümel rülpst eine Keksstaubwolke aus. Der Kekser. Verflixt! Es hat schon wieder nicht geklappt! Aber nächstes Mal habt ihr keine Chance, ihr cleveren Kekse! Nappt ihn uns! Krümel springt übers Bett. Nach ihm springen Beta B, Chipowski und Becky Glück. Der König versteckt sich unter der Decke. Ein Zeichentrickfilm aus Papier. In der Nacht scheint die Mondsichel neben Mr. Papers Haus. Die Fenster im ersten Stock werden dunkel. Eine Fledermaus flattert vorbei und hängt sich kopfüber an den Baum neben dem Haus. Mr. Paper schließt im Bett die Augen. Seine lila Katze Puss schläft auf der Decke. Die Fledermaus kommt durchs offene Fenster hereingeflattert. Mr. Paper reißt die Augen auf. Er hebt den Oberkörper und schaut von der Fledermaus zu seiner friedlich schlafenden Katze. Ängstlich zieht Mr. Paper die Decke bis zum Hals hoch. Die Fledermaus verschwindet wieder nach draußen. Mr. Paper nimmt ein Glas und trinkt Wasser. Er stellt das Glas zurück auf sein Nachttischchen und legt sich hin. Mr. Paper schließt die Augen. Er öffnet sie wieder. Mr. Paper wendet den Kopf. Er ist orange, hat eine Glatze und schwarze Augenbrauen. Bei jedem Stöhner wird Puss auf der Decke etwas angehoben. Warum dauert die Nacht so lang? Mr. Paper steht in seinem weiß geblümten Schlafanzug aus dem Bett auf. Er schiebt die Fenstervorhänge etwas zur Seite und guckt nach draußen. Die Fledermaus flattert an Bäumen vorbei. Mr. Paper geht zu seiner Nachttischlampe. Ah. Im hellen Schlafzimmer öffnet er freudig seinen Schrank. Drinnen sind Zeitungen, Pinsel und Farbeimer. Mit seiner Schere schneidet Mr. Paper einen großen Kreis aus einer Seite. Er nimmt einen Eimer mit gelber Farbe und einen Pinsel. Mr. Paper malt das runde bedruckte Papier gelb an. Er ist fertig. Ich lasse es unterm Bett trocknen. Draußen flattert die Fledermaus. Mr. Paper kommt mit Schere und Papier raus und schaut zur Mondsichel hoch. Er schneidet eine kurze Leiter aus einer Seite. Die Fledermaus hängt sich dran. Dafür ist das aber nicht gedacht. Das ist nicht für dich. Ich will da hoch. Er sieht zum Mond und stellt die Leiter mit 4 Sprossen ab. Die Fledermaus fliegt herum. Mr. Paper schneidet durch eine Seite. Er stellt ein Leiterstück mit 3 Sprossen auf das untere drauf, dann schiebt er noch ein kürzeres Stück dazwischen. Die Leiter endet knapp unterm Mond. Fast geschafft. Seine Hand schneidet mit der Schere. Das Leiterende hebt sich und stützt sich am Mond ab. Im Schlafzimmer zieht Mr. Paper die gelbe Scheibe unterm Bett raus. Sehr gut. Es ist trocken. Puss wacht auf. Draußen steigt Mr. Paper mit der zusammengerollten Scheibe und Klebeband die Leiter hoch und schwankt.
Oh, oh, oh. Er bleibt verunsichert stehen und steigt wieder runter. Mr. Paper betrachtet die Papierrolle und die Rolle Klebeband. Er klettert nur mit der Kleberolle hoch. Ganz vorsichtig. Gut festhalten. Die Fledermaus fliegt vor der Leiter im Kreis. Mr. Paper verliert fast das Gleichgewicht. Er befestigt Klebestreifen am Rand der Mondsichel. Mit der zusammengerollten Scheibe steigt er nochmal die Leiter hoch. Puss kommt. Mr. Paper klebt die gelbe Scheibe vor den Mond. Es wird sofort strahlend hell. Was für ein schöner Tag. Puss guckt hoch. Mr. Paper steigt nach unten. Perfekt für einen langen Spaziergang und danach noch ein leckeres Eis. Er verlässt die Leiter und atmet tief durch. Mr. Paper baut die Leiter auseinander. Er guckt zur gebastelten Sonne rauf. Mr. Paper legt die Leiter ab und setzt sich angelehnt vor den Baum. Er schließt die Augen und verschränkt die Hände hinter dem Kopf. Puss legt sich zu ihm. Die Fledermaus flattert zur Sonne hoch. Sie zieht die gelbe Scheibe vom Mond runter. Es wird wieder Nacht. Die Fledermaus legt das gerollte Papier ab, fliegt zum Baum und hängt sich kopfüber an einen Ast. Unter ihr schlafen Mr. Paper und Puss. Ein blaues Plüschfell verdeckt das Bild. Am Abend liest Bert im Bett das Buch Tauben im Weltall. Ich mach jetzt das Licht aus, Ernie. Gute Nacht. Gute Nacht, Bert. Bert guckt zu uns. Aber ihr seid ja immer noch da. Das geht nicht, ich möchte jetzt schlafen. Tschüss. Es wird dunkel. Ernie knipst Berts Licht wieder an. Ich muss doch auch noch Tschüss sagen, Bert. Auf Wiedersehen, Kinder. Hörfilmfassung NDR. Ernie knipst das Licht aus.